Schur, bin 21 Jahre alt, wohne in der Nähe von Traunreuth, habe in Traunreuth auch mein Abi gemacht 2015 und habe mich dann für eine Ausbildung bei der Sparkasse entschieden, nachdem ich ein Jahr studiert habe, weil ich immer schon gehört habe, dass man eine super Unterstützung kriegt bei der Sparkasse in der Ausbildung und es hat mir auch immer gefallen, wie sich dort alle zurecht machen. Hallo, ich bin die Sinem Dugan, ich bin 20 Jahre alt und wohne in Trostberg. Ich habe 2016 mein Abitur in Traunreuth gemacht und anschließend die Ausbildung begonnen in der Sparkasse. Ich bin ein sehr kundenorientierter Mensch und habe mir deswegen gedacht, dass die Sparkasse der richtige Weg für mich ist und die Sparkasse unterstützt einen auch bei Weiterbildung. Mein persönliches Highlight in der Ausbildung bisher ist das einwöchige Seminar in Eiterbach gewesen. Da ging es um das Thema Kommunikation und Kooperation. Wir haben ganz viele Präsentationen gemacht und so sind wir auch innerhalb vom Lehrjahr weiter zusammengewachsen und es haben sich einfach ganz tolle Freundschaften gebildet. Wir werden unterstützt durch einen Lernzielkatalog. Wir haben strikte Vorgaben, die während der Ausbildung ausgearbeitet werden müssen. Da sind wirklich Themen dabei, die jeder Azubi wissen muss. Und zusätzlich stattet die Sparkasse uns mit iPads aus. Und somit können wir auf Bücher verzichten, weil wir alles auf unserem iPad haben. Momentan haben wir das Projekt Jetzt sind wir quitt, wir revanchieren uns am Laufen. Und da schulen wir Azubis ältere Mitarbeiter im Thema Social Media und geben ihnen auch Features im Thema Online Banking. Also wir zwei waren zum Beispiel schon auf der Geschäftsstelle in Seon, haben den Mitarbeitern, wie die Sinem gerade schon erklärt hat, einfach im Thema Social Media ein bisschen weitergeholfen und auch Online Banking. Und die Azubis werden auch dem Vorstand beim Thema Digitalisierung helfen. Das zeigt auch, dass der Vorstand uns in unserer Rolle als Azubis wahrnimmt.